Ja, hallo Braunschweig. Ja, ich wohne erst seit gestern hier, bin erst hergezogen und ich finde es super, dass ich heute hier schon reden darf. Also, herzlich willkommen in Braunschweig! Danke. Ja, herzlich willkommen. Ja, ist eine tolle Stimmung hier und vielen Dank an die Organisation, dass ich schon sprechen darf. Ja, ich habe ja am Anfang hier die Mahnwachen bereits in Berlin miterlebt, die Gründung dort, dann in Mannheim auch, Heidelberg, Stuttgart, Karlsruhe, habe mir das alles angeschaut. Und jetzt bin ich hier und ich muss echt sagen, also das hat mich umgehauen hier, also die Stimmung auch, wie positiv das alles rüberkommt. Also da könnt ihr echt stolz auf euch sein da. Eine Sache vorneweg. Wenn ich jetzt Werbeberater bei Banken wäre und Werbesprüche konzipieren würde, dann würde ich folgende nehmen. Ja, kommen Sie zu uns. Weil Sie haben das Geld und wir die Erfahrung und in 1 bis 2 Jahren, da haben wir das Geld und Sie die Erfahrung. Das, was Banken flächendeckend machen, ist eine Vermögensumverteilung und das machen die ganz bewusst. Banken im jetzigen Wirtschaftssystem brauchen wir nicht. Sie stiften nur Unruhe und nicht nur die Investmentbanken, sondern ganz gewöhnliche Geschäftsbanken. Das System, wie es heute konzipiert ist, und das haben sich Menschen erdacht, das ist kein Naturgesetz und deswegen können es Menschen auch jederzeit wieder ändern, ist leider Gottes wirklich ein Nullsummenspiel. Was heißt das? Das bedeutet, wenn irgendjemand in diesem System mehr haben möchte, dann muss das jemand anderen wegnehmen. Es gibt hier keinen Gewinn, der nicht gleichzeitig einem Verlust entspricht. Es gibt kein Vermögen, was nicht spiegelbildlich schuld ist. Es gibt ebenso auch keinen Exportüberschuss, der nicht spiegelbildlich an Importdefizit hat. Also um zum Beispiel jetzt auf Deutschland und Griechenland zu kommen. Wenn Deutschland jetzt exportiert die ganze Zeit, dann muss sich Griechenland logischerweise verschulden, um das zu bezahlen, was hier bei uns auf Lager liegt. Und daraus jetzt eine moralische Empörung zu konstruieren, zu sagen, ja, die faulen Griechen, die können sich das nicht leisten. Toll, hätten sie faulen Griechen sich nicht geleistet, gäbe es keine Exportüberschüsse für Deutschland. Also das kann man so nicht interpretieren. Es geht nicht. Insbesondere nicht in einem geschlossenen Währungskreisraum, wie es der Euro darstellt. So, jetzt komme ich zur Geldschöpfung aus Luft und der furchtbaren Buchhaltung. Wenn man heute die Frage stellt, wie entsteht Geld, dann gibt es darauf nur eine wirkliche Antwort. Bei Banken, die Kredite vergeben. Und das ist so absurd und viele Banker, die weigern sich, das auch zuzugeben und das nennt man dann kognitive Dissonanz. Da merkt man auch, wie gewisse Teile der Gesellschaft sich auch entfremden. Banken vergeben nicht das Geld der Sparer. Das ist ein Kindermärchen, genauso wie das Märchen vom Klapperstorch. Das stimmt nicht. Das Geld entsteht im Kredit und war vorher nicht da. Und also ein Sparer, jemand, der sich einen Kredit bei einer Bank leiht, den hat und damit realwirtschaftlich aktiv wird und den irgendwann zurückzahlt, dann verschwindet das Geld. Das heißt, stellt euch das mal vor, dass etwas in einer Laie entsteht, war vorher nicht da. Das geht nicht. Man kann nicht in einer Laie etwas entstehen lassen. Weil wenn man etwas verleiht, dann muss man es auch haben. Eine Bank hat aber nichts von Wert. Sie gibt euch wertlose Zettel und Zahlen und Computer und lässt euch dafür mit eurem Eigentum haften. Ursprünglich war es ja so, dass der Goldschmied den Tresor vermietet hat an reichere Leute, die ja Gold nicht mit sich rumtragen wollen, weil es schwer war und weil es geklaut wurde. Und irgendwann ist dem Goldschmied aufgefallen, dass nur die wenigsten kommen, um mit ihrem Lagerschein, also dem Papiergeld, das Gold abzuheben. Und es waren dann letztendlich nur 10%, die das geholt haben. Und dann hat der Goldschmied 10-mal so viel Zettel in Umlauf gebracht. Und das war dann der Anfang vom Mindestreservesystem. 10% Mindestreserve in den USA, 1% im EU-Raum. Und das Traumland der Banker, England mit 0%. Also ganz toll.
Der Buchungssatz lautet Forderung an Verbindlichkeit. Das heißt, die Bank fordert von uns, hat jetzt diesen Kredit geleistet und fordert den von uns zurück und mit Zinsen natürlich. Das sehen wir dann aber später. Gleichzeitig erklärt die Bank aber, dass sie diesen Betrag noch schuldig ist. Geld im heutigen System, das ist auch die Definition von Geld, ist die Schuld der Bank gegenüber einer Nichtbank. Die Absurdität dieses Buchungssatzes muss euch mal richtig auf der Zunge zergehen. Eine Bank erklärt, dass sie noch nicht geliefert hat. Wie kann ich bitte etwas zurückfordern, was ich selbst eingestehe, noch nicht geleistet habe? Das ist ein tolles Stück, was da mit uns seit über 300 Jahren gespielt wird. Seit 1694 Bank of England läuft jetzt dieses System. Und irgendwie haben wir es übersehen oder es war uns peinlich. Also in den 20er Jahren hätte es auch schon auffallen können, dass das System nicht funktioniert. Aber irgendwie haben wir uns da gedacht, machen wir lieber Zweiten Weltkrieg oder sowas. Ja, also es ist unglaublich, was für ein System da läuft. Das ist ein reines Enteignungssystem und das werde ich euch jetzt mal durch die Zinsen mal darstellen. Ach ja. Dadurch, dass Geldvermögen und Schuld parallel sind, also wie ein Spiegel, ist ja die Folge daraus, dass... Oh. Dankeschön. Das heißt, ohne Schulden gibt es kein Geld. Und da sagen wir, dass man Schulden zurückzahlen soll. Wie soll man bitte etwas zurückzahlen, wenn man das ja braucht? Also, versteht ihr? Man kann diese Schulden systemisch gar nicht zurückzahlen. Wie denn? Dann haben wir kein Geld. Und jetzt mal ein paar Zitate. Das Ergebnis ist eine Ramschökonomie, deren Ziel es ist, staatliche Kontrolle unmöglich zu machen und die Planungsgewalt in die Hände der Hochfinanz zu legen, weil es angeblich effizienter sei als eine staatliche Regulierung. Der Staat soll eine Schuldenlast tragen, die nicht wie in früheren Zeiten aufgenommen wurde, um das Land im Krieg zu verteidigen, sondern der reichsten Schicht des Landes durch eine Übertragung der Verluste auf die Steuerzahler Vorteile zu beschweren. Hier ist ein fundamentales mathematisches und politisches Prinzip am Werk. Und jetzt Achtung. Schulden, die nicht bezahlt werden können, sind keine. Das sage nicht nur ich, sondern auch Professor Michael Hudson von der Universität Missouri in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also es ist soweit. Leute, die sich wirklich auskennen in diesem System, sprechen das öffentlich aus und fordern Menschen auf, diese Schulden, die gar keine sind, einfach nicht zurückzuzahlen. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile die Organisation geldhahn-zu.de. Das ist, da kann man dagegen, da wird die Bank, gegen die Banken geklagt, dass die mit ihrer Kreditvergabe im Grunde das reiner Betrug ist und das ist eine Falschbuchung. Genauso gibt es auch in Österreich kreditopferhilfe.at, noch andere Organisationen, wo flächendeckend gegen die Banken geklagt wird, weil ihr habt niemals etwas erhalten. Ach ja, jeder, der was spart, macht das logischerweise auf Rücken eines anderen, der sich logischerweise verschulden muss. Buchungstechnisch muss immer jemand in die Schuld gehen und am Schluss ist immer der Staat. Die Privaten haben kein Geld mehr, die Unternehmen haben kein Geld mehr und dann wird die ganze Schuld bei der Staat abgekippt und sagen wir, oh ja, die Politiker, die hätten wir besser sparen sollen. Also, den kann man auch wirklich keinen Vorwurf machen, den Politikern. Man kann in diesem System, ist Sparen eigentlich, das ist ein absoluter Irrsinn, in diesem System zu sparen. Die Inflation, nämlich größer ist als die Zinsen. Ich komme jetzt zu den Zinsen. Die Zinsen sind in der Geldmenge nicht enthalten als Geld. Was heißt das? Das bedeutet, dass der ganze Wettbewerb, den gibt es nur deshalb, weil die Banken das Geld für die Zinsen nicht erzeugt haben.
Aber wie zahlen wir jetzt die Zinsen zurück, ist dann die Frage. Unternehmen, Private und andere, die auf einem Markt konkurrieren, müssen anderen Geld wegnehmen, das heißt dann Gewinne machen in der Ökonomie, um allein die Zinsen zu bezahlen. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Stellt euch eine Insel vor mit 10 Leuten oder 10 Unternehmen und eine Bank. Und die Bank gibt jedem einen Kredit von 10.000, was auch immer, und 10% Zinsen. Am Ende des Quartals muss dann jeder 11.000 zurückzahlen. Wie macht er das? Ganz einfach. Einer verliert sein ganzes Geld und die anderen 9 zahlen den Kredit plus Zinsen zurück. Das heißt, diese ganze Konkurrenz, die uns immer als Naturgesetz eingetrichtert wird, ist ein rein mathematisches Konstrukt und sonst nichts. Das ist nicht im Menschen drin. Das ist ein absoluter Unsinn. Menschen sind friedwertige Lebewesen, die kooperieren möchten. Und leider lässt das System das nicht zu. Andere wie Staaten, Gebisskörperschaften, Währungsräume, Länder, Gemeinden, die müssen sich laufend weiter verschulden, um allein die Zinsen zu bezahlen. Und bei einer Zinseszinsdynamik bedeutet das, dass langfristig eine Schere aufgeht. Ich habe da ein paar Grafiken auch dabei, für die es interessiert. USA, Staatsverschuldung. Die ersten 30 bis 40 Jahre geht es ganz gut hier am Anfang und dann geht das hoch, wie man sehen kann. Soll ich das durchgeben? Ja, weiß man nicht. New York zahlt jeden Tag 1 Million für Zinsen an ihre Schulden. Das, was die USA von 1980 bis 85 an Verschuldung hatten, das machen die heute pro Woche. Nur mal, um so eine Relation zu bekommen. Bei Zinseszins, so kann man, wir denken nicht exponentiell als Menschen. Das ist unser Problem. Wir denken immer linear. Wir denken immer, wenn der Wirtschaftstreibende sagt, ah ja, wir brauchen ein Wachstum von 3%, da denken wir von 100 immer 3 dazu. Das ist es aber nicht, weil 3% von 103 sind wieder mehr als 3% von 100 und dann kommen wir in den exponentiellen Verlauf und das ruiniert uns. Die ganze Spekulation auf dem Markt entsteht einfach nur deshalb, weil das Geld viel schneller wächst als die reale Wirtschaftskraft. In den letzten 35 Jahren hat sich der Realsektor vervierfacht und in der gleichen Zeit hat sich das Geld vervierzigfacht. Und das ist die Inflation. Die ganzen Spielgeldmengen werden quasi über Zins bei sehr reichen Leuten geparkt und in Produkte auf dem Finanzmarkt. Das bedeutet, dass wenn wir jetzt quasi oben besteuern würden, also bei den Allerreichsten, sagen wir, wir würden eine Kapitalertragssteuer von 75% machen, dann würde das schlagartig zu einer Hyperinflation führen. Also für mich war das, ich komme ja aus dem politisch linken Spektrum eigentlich ursprünglich, und ich habe damit wahnsinnige Probleme gehabt, warum Politiker oder auch Oppositionelle auch sowas fördern, also jetzt eine Umverteilung von oben nach unten. Und ich habe mich immer gefragt, warum macht man das nicht? Oder wenigstens im Ansatz, einfach nur ein bisschen. Und ich habe hier noch eine Grafik dabei. Die unteren 80% der Bevölkerung sind Nettozinszahler. Das heißt, ihr zahlt Zinsen, nicht nur eure eigenen vom Kredit, ihr zahlt Zinsen, der Staat in eurem Namen gemacht hat. Weil der Staat verschuldet sich bei privaten Banken und zahlt Zinsen. Ihr zahlt auch die Zinsen, die die Unternehmen zahlen, wenn sie Kredite aufnehmen, weil die sind logischerweise die Preise umgerechnet. Bei Mieten zum Beispiel ist es ganz brutal, da sind 70-90% sind reine Zinszahlungen. Das könnten wir uns über Nacht sparen, wenn wir einfach nur die Buchhaltung ändern würden. Das heißt, die unteren 80% zahlen drauf, die nächsten 10% sind genau ausgeglichen, die gehen mit Null raus und die oberen 10% profitieren maßlos, das sind die Zinsempfänger. Also diese Umverteilung, diese Schere, die aufgeht zwischen Arm und Reich, entsteht einfach nur durch den Zins und sonst durch nichts. Es gab Berechnungen,
Man bräuchte pro Jahr 40.000 Euro Zinseinkünfte im Jahr, um in diesem Zinseszinssystem mit Null auszusteigen. Also hat hier irgendwer 40.000 Euro Zinseinkünfte im Jahr? Also ich gönn's ja jedem, ist ja kein Problem. Aber es ist nicht finanzierbar. Es funktioniert auch nicht. Es ist eh Luft. Um die ganzen Blasen mal darzustellen. Hier habt ihr das weltweite Derivatevolumen. Und das kleine rote Kästchen da unten, das ist das amerikanische Bruttoinlandsprodukt 2009. Ja. Fiktion und Wirklichkeit, wenn man so will. Ich bin wirklich. Naja. Jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte. Die Geschichte von Angebot und Nachfrage. Vielleicht kennen die einige schon. Stellt euch ein kleines Dorf vor mit reichlich Trinkwasserqualität und Wasser im Überfluss. Und plötzlich kommt ein tüchtiger Unternehmer oder, wenn man böswillig ist, ein Kapitalist, und der will jetzt diese Ortschaft ausbeuten. Wie macht er das? Nicht mit Waffengewalt, sondern der macht das auf der geistigen Ebene. Er baut dort nämlich eine Schule und lernt die Kinder der Elite das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und zwar alles, was es Überfluss gibt, das ist billig bis kostenlos. Und alles, was knapp ist, je knapper, desto höher der Preis. Und das lernen die alle, das klingt auch logisch und verstehen das. Und dann geht er mit seinen Tanks hin und füllt sich das Wasser voll, bis die Tanks voll sind. Und wenn sie ihn fragen, was machst du da, dann sagt er, das habt ihr bei mir gelernt. Das ist ja Angebot und Nachfrage, ne? Das macht man. Und dann werden vielleicht ein paar Terroristen um die Ecke kommen und die Einfuhrstelle des Wassers beschmutzen. Und plötzlich haben wir zwei Wasserqualitäten. Einmal das schlechte Wasser, was es im Überfluss gibt, und sein gutes Wasser, was er vorher abgeschöpft hat. Dann macht er noch ein schönes Etikett drauf, macht schön Werbung und wird das Wasser immer weiter verknappen. Alle werden immer einen höheren, weiteren Preis zahlen. Alle leben glücklich und zufrieden und werden dabei total ausgebeutet. Das ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Das ist ein Erpressungsmodell der Gesellschaft und sonst nichts. Aus dem Grund, überlegt euch auch Umweltschutz unter dem Aspekt. Es passiert nicht zufällig, dass hier das Wasser verschmutzt wird. Das passiert deshalb wegen den Zinsen, die nicht vorhanden sind, und weil letztendlich jemand einen Vorteil sich daraus zieht. Da wurde jetzt schon gesagt, ich habe jetzt nicht mehr genug Zeit, aber vielleicht beim nächsten Mal kann ich euch die alternative Sicht des Geldes darstellen, was Geld eigentlich sein sollte. Und was es auf keinen Fall sein sollte. Also was wir jetzt momentan haben, ist ein Tauschsystem, was uns auf Wettbewerb konditioniert, da die Zinsen in der Geldmenge nicht vorhanden sind. So. Ich danke euch erstmal und lasst mich. Danke dir, Aris. Wir freuen uns dann auf die Fortsetzung.